So, ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Folge unseres. Ja, ich kann es nicht mehr, ohne selber mich veralbern zu können, nennen Daily Dose Roots of Magic. Also, so kann man es eigentlich nicht mehr nennen. Zu unserer, ja, Dosis Roots of Magic. So, nennen wir es einfach mal die Dosis Roots of Magic. Nehmen wir das täglich mal raus. Ja, was müssen wir denn Schönes machen? Bei den Wachen müssen wir irgendwie einen Strahl verwenden. Wachen im Dorf, okay. Wollen wir hier irgendwo Wachen? Da haben wir Wachen. Und dann muss ich irgendwie so einen Strahl drauf schießen. Ja, was war jetzt gewesen? Also, ne, mit einer Woche hat das nicht ganz geklappt. Nächste Woche oder so. Ich habe tatsächlich aus Spaß mal die alte Folge angeschaut und ja, ne, so viel dazu. Hier nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns wieder. Nee, so ganz klappt das noch nicht. Wir sind zum Eichhörnchen geworden. Müssen wir kurz warten. So, ja, gut. Deshalb sage ich ja mehr oder weniger, mittlerweile kann ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen, wenn ich sage, hier dann und dann wird es bestimmt ganz sicher hundertprozentig die nächste Folge geben. Das sage ich so nicht mehr. Ja, naja. Jo, was ist jetzt denn gewesen? Wir sind ja jetzt immerhin ganze Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, 8 Monate vergangen. Ach du Scheiße, 8 Monate sind das schon wieder gewesen. Ja, was sind, ist jetzt in den 8 Monaten so passiert? Ja, ich bin halt richtig volle Pulle in das Arbeitsleben eingestiegen. Mit allem, was so dazugehört, inklusive halt sehr vielen Arbeitsstunden, die ich aber teilweise sehr freiwillig, also das heißt teilweise eigentlich komplett freiwillig mache. Also einfach weil ich so viel Spaß dran habe, kann ich mich teilweise nicht von der Arbeit lösen. Ja, und dann geht es halt so ans Arbeiten, an verschiedene Sachen parallel, mal so an ein paar mehreren Veröffentlichungen basteln. Also gerade im wissenschaftlichen Bereich muss man ja als, oder sollte man sämtliche Erkenntnisse, die man so gewinnt, relativ zügig veröffentlichen. Hat den Grund daher, wenn man tatsächlich eine wissenschaftliche Karriere langfristig irgendwie anstrebt oder so, dann ja, wird man anhand der Anzahl der Veröffentlichungen mitunter gemessen. So kann man das vielleicht auch beschreiben, weil Anzahl Veröffentlichungen gleich Maß für eine Innovationskraft, die der einzelne Forscher quasi hatte. So kann man es vielleicht annähernd beschreiben. Ja, da bastle ich an mehreren Veröffentlichungen in verschiedener Weise. Darf im nächsten Monat auch einen Vortrag auf einem Workshop halten. Da bin ich auch schon gespannt, wie gut das hinterher klappt, weil ich den Vortrag auf Englisch halten darf. Ich weiß nicht mehr, was mich da mal zu bewegt hatte, da dann ganz schnell zu sagen, ja, hier, ich will, ich will, ich will. Naja, andererseits. Mein Gott. Und so, jetzt muss ich irgendwie Bündnismitglieder finden, denen ich einen Käse geben soll. Jetzt aber auch immer, welche Bündnismitglieder damit gemeint sind. Bestimmt nicht so wie. Doch, solche sind gemeint, okay. Jo, wollen wir denn noch so hier? Du bist vielleicht ein Bündnismitglied? Jo, okay. Du vielleicht auch? Ja, sehr schön. Okay, also einfach hier ein paar Leuten im Dorf Käse geben. Sehr schön. Ja, genau. Und nebenbei halt die ganze Zeit mein Forschungsprojekt bearbeiten. Was zum Glück halbwegs entspannt ist, weil boah, das Forschungsprojekt ist nicht so das, ich sag mal, alleranstrengendste. Das Problem dabei ist dann halt, ich werde zwar aus dem Forschungsprojekt bezahlt, aber mein Problem dabei ist, es hat da noch nicht so viel Innovationskraft, dass man daraus eine vernünftige Dissertation machen könnte. Weshalb ich auch, also das ist mitunter einer der Gründe, weshalb ich nebenbei so viel andere kleinere Forschung mache quasi. Jetzt habe ich noch ein bisschen nach einem Dissertationsthema suchen muss. Ich meine, ich habe jetzt schon ein mögliches Dissertationsthema. Das ist das, worüber ich auch in meinem Workshop ein bisschen was vortragen werde. Aber ich muss natürlich noch eine Menge dafür tun, um wirklich zu gucken, ist es wirklich sinnvoll einsetzbar, bla bla. Von daher
Das ist so wirklich jetzt die allererste Entwurfsphase inklusive, ich sag mal, den ersten Schuss hinsichtlich eines möglichen Treffers. Sagen wir es so. Gut, solchen Leuten kann ich nicht was geben. Vielleicht dir noch. Genau, ein erster Schuss mal so ins Blaue hinein. Wobei mein Prof schon da ziemlich begeistert zu sein scheint von der Idee, die ich da hatte. Denn, sagen wir es so, normalerweise ist er im Universitätsalltag ziemlich stark eingebunden. Er ist bei uns an der Universität Vizepräsident und so. Aber für den Probevortrag, für den Workshop hat er sich jetzt zumindest nach dem aktuellen Stand extra Zeit genommen, um sich den auch wirklich von mir anzuhören. Vielleicht hält er das wirklich tatsächlich für einen gar nicht so, für so einen Forschungsbereich, was vielleicht gar nicht so wenig Potenzial hat. Mal schauen. Ich meine, die ersten Ergebnisse, die ich jetzt gemacht habe und produziert habe, die zeigen schon mal eine gute Tendenz auf. So ist es ja nicht. Also, so verwundete Soldaten mit einer Heilsalbe. Hier sind verwundete Soldaten, meine ich, mich zu erinnern. Ja. Ich habe schon erste Ergebnisse, habe ich schon gefunden, tatsächlich. Ich muss halt nur noch gucken, ob das wirklich auch allgemein anwendbar ist und verallgemeinerbar ist und so weiter und so fort. So. Ja, machen wir jetzt heute hier einen ganzen Haufen Kleinkrams an Quests. Und kommen mal wieder ein bisschen voran. Ich werde auch mal schauen, da jetzt EPTP-Wochenende ist, können wir mal gucken. Vielleicht nochmal ins. Mache ich noch ein, zwei weitere Folgen schon mal für unter der Woche oder so. Mal schauen. Aber ich verspreche jetzt nichts. Ich verspreche jetzt gar nichts mehr, denn ich kann damit eigentlich nur enttäuschen, weil ich eigentlich seltenst dazu komme, wirklich diese Versprechen einzuhalten. Aber ihr sollt auf jeden Fall wissen, ich habe das Let's Play auf gar keinen Fall aufgegeben. Ich werde es hin und wieder immer noch mal wieder machen, wenn immer sich halt die Zeit ergibt. Es ist halt jetzt aktuell. Ich glaube auch, das wird die nächsten 4 Jahre so sein. Ziemlich voll, stressig. Ja, vielleicht auch irgendwo stressig, aber es ist nicht stressig in einem schlimmen Sinne, weil es halt so unglaublich viel Spaß macht. Also, von daher ist es schwer zu beschreiben. So richtig, richtig viel Spaß, muss ich es auch wiederum sagen. So. Gut, wieder eine Quest fertig. Das läuft heute. Übrigens, während der Zwischenzeit, während ich sozusagen weg war, war ja auch noch der 6. Geburtstag von Runes of Magic. Ich frag mich jetzt nicht, schieß mich tot. Da gab es auch ein kleines Geschenk. Tatsächlich. Das habe ich auch mit abgeholt, weil wir ja einen recht. So, genau, wir tragen denn das Set sogar zum Teil schon. Es gab nämlich hier so ein Rüstungsset mit Skins und sowas. Das, den Helm trage ich. What the fuck? So. Genau, wir haben jetzt so ein Rüstungsset bekommen. Silberhelm oder Silberset des Helden von Taboria quasi. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schick. Ja, genau. Finde ich ganz schick. Das ganze Set, deshalb habe ich es unserem Baumknuddler mal angezogen. Ja, und ich habe halt ja auch ein bisschen was noch aus diesem Tongarten geholt. Habe ich eigentlich noch hier? Nein, ich habe keine Jadeschatz-Tonschlüssel. Ich weiß gar nicht, kriegt man die noch irgendwo her oder müsste ich die mir kaufen oder so? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, Erfahrungsamulette und Begleitererfahrungsamulette und Begleitertrainingsamulette gab es haufenweise dazu. Ja, genau, dieser Garten an Gildenburg-Transportstein habe ich hier noch gar keinen. Nein, ich habe noch gar keinen, dann lassen wir den erstmal hier. Und gab es halt mal, gibt es auch jede Menge anderen kleinen Krams, wie so. Ah. Gewisse Itemshop-Gegenstände und sowas alles. Das habe ich einfach mal mitgenommen aus diesem Garten, weil ich weiß, dass der recht profitabel war. War ich einmal drin. Einen Tag, als ich Zeit hatte. Habe ich jetzt nicht explizit aufgenommen, weil das ganze Aufnahmeequipment drumherum wieder aufbauen und so, das hat mir zu lange gedauert. Ich habe einfach mal uns so einen Baumknuller quasi ein Stückchen weitergebracht, indem ich ganz kurz da drin war.
Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ich werde jetzt direkt im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock, was zu machen, sodass wir dann in der kommenden Woche ein bisschen was haben. Also ich weiß nicht, ob es eine Folge wird oder mehrere. Ich gehe erstmal von einer aus. Dann könnt ihr nicht enttäuscht werden. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ciao, ciao.